die Schrift liest, Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Vater, wir danken, dass wir ein Buch haben, was in jeder Hinsicht zuverlässig ist. Wenn wir auf Menschen schauen, gibt es niemals eine vollkommene Zuverlässigkeit, auch nicht, wenn wir auf uns selber schauen, aber wenn wir auf dich schauen, in Jesus Christus, als unser Gott offenbart im Fleisch, unser Schöpfer und unser Heil und unser Retter, dann gibt es immer eine Person, die wir uns mit der ganzen Seele verlassen können, für die Rettung unserer Seele, aber auch für die Führung unseres Lebens. Wir beten, dass wir durch dieses Studium auch ein besseres und gerechteres Bild bekommen von dir, als an Gott, die gerecht ist, die heilig ist, die in jeder Hinsicht ausbalanciert ist. Wir beten auch für diejenigen, die hier sein können, speziell denke ich an Astrid in Davos, wir denken an Philipp in Pensacola und wir denken an die Rittmanns noch in Scham. Wir beten, dass du sie segnet und führt und hilft, um nahe bei dir zu bleiben diesen Morgen. Wir beten, dass in Jesu Christi Namen. Also, Gott als ein balanciertes Wesen, Gott ist lieb, das wissen wir. Das hören wir auch viel in unserer Gesellschaft. Aber er ist auch barmherzig. Er ist treu. Das ist vielleicht eine Seite, die Liebe, die Barmherzigkeit und die Treue Gottes. Und er ist an die andere Seite, um das vielleicht zu balancieren, gerecht, heilig und rechtfertig. Es ist nicht nur Liebe, Liebe, Liebe und keine Heiligkeit. Es ist nicht nur ein hart strafender Gott, wie keine Liebe zeigt. Es ist ein ausbalanciertes Wesen. Warum hören wir so viel heute über die Liebe Gottes? Ganz einfach, weil wir haben eine Gesellschaft, wo die Liebe erkältet ist. Dann brauchen Leute Liebe. Dann wird viel über die Liebe gepredigt, aber meistens nur mit einem Grund, dass sie dann Geld bekommen können. Jawohl. Nun, Gott ist Heiligkeit und wir haben schon mal diese Aussagen gemacht. Krieg ist Gottes Urteil über Sünde auf dieser Erde. Und die Hölle ist Gottes Urteil über Sünde nach diesem Leben. Krieg, gebrochene Gemeinschaft, aber auch wahre Krieg, ist, was in der Nachzukunft dieser Welt zu erwarten steht. Drei große Weltkriege kommen noch, weil man ohne Gott versucht zu leben. Wir sehen, dass die Liebe Gottes Gott erlaubt, um Sünde zu vergeben und Barmherzigkeit an einen Sünder zu zeigen, die wirklich Buße tun will. An der anderen Seite, die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes fragt, dass auch Sünde gestraft wird, wie das Gesetz auch sagt. Die Bibel sagt, das Lohn der Sünde ist der Tod. Und es ist ein körperlicher Tod, aber auch ein geistlicher Tod. Und Gott belohnt gerecht Sünde oder Heiligkeit. So, vielleicht kann man dann Schwierigkeiten haben, um zu verstehen, wenn man die heutige Gesellschaft anschaut, die Idee sagt, ist folgendes. Du fragst einen Mann, glaubst du an Gott? Ja, ich glaube nicht an Gott. Wo kommst du denn hin? Ja, ich hoffe nicht mehr. Wieso? Ja, ich bin nicht so gut, aber ich glaube, dass Gott im Prinzip alle vergeben kann. Und dass es keine Hölle gibt. Das hört meistens von jedem Ungläubigen. Die Idee ist voll. Ich glaube, Sie denken so. Sie denken, schau, ich kann meinen Feind vergeben. Ich kann jemanden vergeben, dem ich das angetan habe. Wenn ich das tun kann, wieso kann Gott, den ich vermächtiger ist, dann auch mich nicht vergeben, obwohl ich sein Feind bin? Sie so denkt ein Mensch. Und es ist ganz verständlich, dass man so denkt. Geht so weit, dass ein Mensch anfängt zu denken, ja, aber Gott kann im Prinzip dann alles vergeben. Wenn ich auch andere vergeben kann, kann Gott im Prinzip auch alles vergeben. Wir haben ein Problem, dass wir wenig verstehen von der vollkommenen Heiligkeit Gottes. Gott allmächtig muss ein vollkommenes Wesen sein. Sein Eifersucht soll vollkommen sein, seine Liebe soll vollkommen sein, seine Gerechtigkeit soll vollkommen sein. Gott überschaut nicht Sünde. Es muss für Sünde gezahlt werden. Ich habe vielmals gedacht, was passiert nun mit
Manchmal mach mal Gedanken. Nee. Okay, wenn ein Mensch als Ungläubiger stirbt, hat er gesündigt. Wir haben eine Menge Haufen Sünden. Was passiert mit diesen Sünden? Nun, die gehen in die Hölle. Die Sünden gehen in die Hölle in der Zeit. Die Sünden gehen auch in die Hölle. Und die gehen in die Ewigkeit, gehen sie dann in ein volles Feuer. Da geht die Sünde hin. Aber was passiert nun, wenn du als Christ sündigst? Okay, sagst du dann, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott vor und gerecht, dass unsere Sünde vergibt uns reinigt uns von aller Untugend. Okay, wenn man sie bekennt, sind sie am Kreuz und Jesus hat sie dann auch persönlich buchstäblich in seinen Körper genommen. Aber es kann auch manchmal so sein, und ich weiß, dass es gibt genug Christen hier und um uns, die haben gesündigt, sind außen an die Gemeinschaft mit Gott gekommen, haben es nicht bekannt und sie sterben. Was passiert dann mit ihrer Sünde? Wir interpretieren das schon mal. Schau, ich kann nicht sagen, ich bin 100% richtig auf, aber ich bedenke mal so. Wenn Gott gerecht ist, kann er keine einzige kleine Sünde, die hier auf Erde getan ist, überschauen. Auch nicht von einem Christen. Ich habe schon mal gedacht, und denke, ja, das kann jeder von uns passieren, dass wir Sachen haben, und das sehen wir auch nicht, kennen wir ihn also nicht. Und was dann? Dann sterben wir. Wer zahlt für diese Sünde? Der muss zahlen. Richtig? Ich habe mir gedacht, es kommt ein Moment, dass wir in Richtung Christi kommen. Also unsere Werke werden beurteilt. Und dann glaube ich, dass Sünden, vielleicht auch die unbekannten Sünden, können dafür sorgen, dass wir einen großen Teil unserer Lebensarbeit, das geht in Flammen auf. Hier musst du die Sünde zahlen. Irgendwo werden sie dann schon mit den Folgen getragen, wenn ich da auf Erde, dann bin ich Richtung Christi. Wir sind gar nicht ganz fremd, weil, schau, wir denken vielmals an die Ungläubigen, die sind eigentlich verdummt, weil die haben mehr Sorge oder mehr Angst über was Leute von ihnen denken, auch dass sie denken, dass sie sich einmal veraufbauen müssen für den großen, großen weißen Stuhl. Wenn sie weise sind, und sie kommen sowieso einmal von Gott, können sie besser direkt sich bekehren von Sünden und in Jesus Christus glauben. Aber vielmals sind wir auch nicht so schlau als Christen. Weil vielmals denken die, wenn es kommt zur Sünde, weißt du, ich weiß es nicht schon, Sünden, Heiligen Geist zeigt schon, oder wir sind überzeugt. Aber ich glaube doch, dass ich irgendwo damit wegkommen kann, vielleicht. Nicht so schwer, ich bekenne es schnell. Aber einmal kommt das Moment dann, dass wir denken müssen, aber was fürchten wir nun mehr? Fürchten wir nun mehr, was Leute sagen oder was mein Fleisch, eigentlich was tun, was mein Fleisch gefällt? Oder fürchte ich mehr die Richtung Christi, die vielleicht, ja, es kann einige Jahre weg sein? Wir denken vielmals die gleiche Art und Weise, wie nun Gläubige glaubt, aber wir sind natürlich gerettet, preisen lernen dafür. Sünde muss irgendwo bezahlt werden. Und auf Golgatha haben wir gesehen, dass Gott willig ist, um für die Missetaten des Menschen zu zahlen und dass Gott nicht vergibt, getrennt von einem Ersatz, Versöhnung von einem vollkommenen Mensch, der auch vollkommen Gott ist. Der Mensch hat Gott geschaffen, was mir gefallen ist, nach seiner heidnischen Vorstellung. Und der Mensch denkt, was Gott ist, nicht mehr nach der Bibel, aber nach seiner eigenen Idee von Gott. Und darum hat man vielleicht eine andere Bibel genommen, weil das die ganz klare Idee, wie Gott ist, wird weggeschoben. Gott wurde Mensch, Gott offenbart im Fleisch, ist ein Geist und ist ein vollkommenes Wesen mit allen Attributen, die vollkommen sind. Und wir haben also gelesen, er ist nicht ein Mensch, das ist eine Lüge, oder einem Menschenkind etwas gereuen. Sein Zorn, seine Liebe arbeitet in einer vollkommenen Harmonie. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, ich glaube nicht an einen heiligen Gott, die Menschen in die Hölle steckt, weil ich habe noch niemals eine Hölle gesehen. Oder
Und ich sprach mit diesem Bruder, das war ganz traurig, Bruder Aaron. Das ist ein Bruder in Wien, die in den Nachrichten gewesen in letzter Zeit und nur die rechte Bibel benutzt. Und ich habe dann geschaut bei ihm, ob ich jemand was hinschicken könnte, wegen einem Drogenproblem oder einem Suchtproblem. Und dann musste ich mit ihm sprechen und dann habe ich über die Hölle gesprochen. Ich sage, aber Herr Aaron, ja, wenn ein Mensch stirbt, dann geht er in die Hölle und die Hölle ist mitten in die Erde. Wirklich, sagte er, ja, die Bibel sagt das klar. Ich gebe mir Referenz, ich sage, ach Quatsch, das ist Quatsch. Ich sage eine Sache, diese Bruder über 60 Jahre alt, mehr als 30 Jahre im Herrn, glaubt einfach nicht, was in seiner eigenen Bibel steht, wo die Hölle ist. Wieso? Ich habe es noch nie gesehen. Ich glaube das Wort nicht, weil Gott sagt, wo die Hölle ist. Obwohl noch kein Mensch, die Einwohner, die in dieser Erde wohnen, die in diesem Abgrund wohnen, noch niemals gesehen hat, sind sie da. Sind vielleicht 7, 8 Kilometer unter deinen Füßen. Es kommt einmal raus, noch ein Baum neu. Sondern diesen ganzen Menschheit plagen, eine schreckliche Plage. Es ist mir interessant, dass wenn man diesen liberalen Prediger hört, heute auf der Radio oder in der Kirche, vor allem auch in der katholischen Kirche, dann sprechen sie immer über einander gut tun, lieb sein füreinander, einander helfen, nach Matthäus 5, 6 und 7. Weißt du, was sie niemals sagen? Jesus Christus sagt in dem Bergpredigt etwas über die Hölle. Wenn man eine Frau anschaut, und jetzt über die, hat man so eine sündige Pflege und so weiter, spricht in dem Zusammenhang auch über die Hölle. Darüber sprechen sie nie. Aber sie sprechen immer über Guttun zueinander. Das ist nicht fremd. Nun, die Bibel sagt ganz klar, dass die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes zusammenkommen am Kreuz Golgotha. Das ist, wo wir das ausbalancierte Wesen Gottes verstehen. In 2. Korinther 5, 21 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ein Sünder, der Richtung Hölle geht, ein heiligen Gott, man kann sie niemals versöhnen mit einer Raufe, wenn Gott in seiner Liebe sich selber opfert, um den Sündenpreis für diesen Sünder auf sich selber zu nehmen. Das ist die einzige Möglichkeit. Auch Christus ist einmal gestorben, die Gerechte für die Ungerechte, auch dass er uns zu Gott führen könnte. Er hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, er wurde ein Fluch für uns. Gott hat sich selber zum Fluch gemacht. Das ist ein großer Beweis von Liebe von Gott zu jedem Menschen in der Welt. Und man kann nur die Horror der Hölle und die ewige Strafe verstehen, wenn man daneben versteht, nehmen die unendliche Liebe Gottes, die sich als Schöpfer bis in die Hölle erniedrigt hat für uns, sieht man auch die Heiligkeit Gottes mit der ewigen Strafe von einem Wesen, einem Mensch, der ewig ist, die an sich versündigt, einem ewigen Gott, der darum ewig eine Strafe bekommen muss. Die Strafe kann nur aufhören, wenn der ewige Gott aufhört zu bestehen. Dann wird die Strafe auf. Sondern Gott ewig besteht nicht die Strafe auch für ewig. Sondern ist die Hölle. Das ist eine schreckliche Sache, wenn man das auch wirklich durchdenkt. Denkt man, letzten Donnerstag waren wir in Friesen, glaube ich, haben Baltes gemacht, wir haben diesen Traktaten verteilt, sind wir noch nicht in Christen, und Baltes ist fertig, dann gehen wir zu Friesen, und Kiel war auch einmal mit, und ich sage, wir müssen zurückgehen, wir müssen nach unten, wir haben einen Termin, dann geht es auch, glaube ich. Ja, aber weißt du, zu die Straße mal an, was? Vielleicht, wenn die Rückung heute stattfindet, haben sie keine Chance mehr, oder diese Nacht noch. Lass ich mal noch gehen, und du kannst schon eine Runde gehen, ich komme dir wieder entgegen. Das ist schön. Weil ich denke, vielleicht ist diese Leute die letzte Nacht verbringen, vielleicht ist sie sterben in der Nacht. Dass sie die Krankheit bekommen, vielleicht wäre der Rückung stattfindet, haben sie die letzte Chance, das Traktat zu lesen und anzuerkennen, was wurde sein Lieber am Kreuz für sie getan. Sie die Notwendigkeit, um einer Seele, die vielleicht heute Nacht noch steht, eine Chance zu geben, sich zu bekehren. Ja, und das verstanden für die Heiligkeit Gottes, die Sündenstrafe in der ewigen Hölle, und die Liebe Gottes, die sagt, wenn möglich, nimm diesen Opfer noch heute an. Nun, das ist eine ganz kurze Einführung. In Römer 3 lesen wir, dass über die Heiligkeit und die Liebe, die sich vereinigen beim Kreuz, wie kann Gott gerecht sein und doch Sünder rechtfertigen, das kann nur
Er kann nur heilig und gerecht sein und Sünde rechtfertigen, wenn er selber den Platz der Sünder einnimmt, um sich selber strafen zu lassen für den Sünder. Anders gibt es keine Möglichkeit, dass Gott einen Sünder für sich selber rechtfertigen kann. Und dann kommt man am Punkt an, dass ein Mensch, ein Wesen, hat einen Freiwillen, um als Freiwillen seine Rettung zu leben durch den Glauben an Christus, oder seine Rettung abzulehnen für ewig, durch Christus Unglauben abzulehnen. Himmel oder Hölle. Das kann er als eine Freiwillen in Glauben oder Unglauben entscheiden, bis er stirbt. Danach gibt es keine Chance mehr. Und erstens, Gott ist heilig. Das ist wichtig, weil die Leute denken heute, Gott ist erstens Liebe. Nein, er ist erstens Heiligkeit. Das erste Kennzeichen einer Gemeinde soll darum sein, Heiligkeit. Und das äußert sich, das kann man direkt sehen, wenn man eine Gemeinde sucht, um zu schauen, was für eine Bibel haben sie. Das ist nicht eine Garantie, dass die Leute auch heilig leben. Aber das ist eine Bundesverfassung sozusagen. Schau, in der Schweiz hat man eine ziemlich gute Bundesverfassung, hat viele einfach die Bibel auch untergegangen, vor allem auch die Valdensen. Und die Schweizer sind im Allgemeinen nicht bessere Leute als, obwohl die vielleicht nicht einverstanden sind, aber für Gott, die Italiener oder Franzosen oder Österreicher. Sind alle Sünder. Amen. Aber die Schweizer, die haben noch immer eine Bundesverfassung. Und wenn jemand mal Müll macht, dann hat man eine Bundesverfassung, wenn die ziemlich gerecht ist, wo jeder einverstanden ist, dann wird so ein Mensch dadurch gestraft. Wenn man keine gerechte Bundesverfassung mehr hat, zum Beispiel in einem Land wie also Südamerika oder Mittelamerika, wo es kaum eine Bundesverfassung mehr gibt, die Leute sind auch Sünder, die machen auch Müll. Aber es gibt kein Recht mehr, das gesprochen wird in so einem Land. Eine Gemeinde, wo man glaubt, Gott ist heilig, ist erst, was man braucht, ein Buch mit Gottes Wort, ein heiliges Buch. An alle gute Bibel. Und dann kann man daneben immer schauen, wenn man immer jemanden Müll macht, dann kann man anhand diesem Buch Recht tun nach Gottes Gedanken. Nicht nach unserem Gedanken. Also erstens, Gott ist heilig. Ich glaube nicht, dass der Mensch sich einen Gott vorstellen kann, der nicht vollkommen und heilig ist. Weil nicht vollkommen heilig ist, ist er nicht Gott. Das heißt, wenn jemand heilig ist, ist er ohne Schmutz, er ist rein. Zum Beispiel in 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Dunkelheit. Keine einzige Dunkelheit. Reines, pures Licht. In, ich dachte, Habakkuk 1, Vers 13 lesen wir, deine Augen sind rein, da du Übels nicht sehen magst, und den Jammer kannst du nicht zusehen. Gottes Augen sind rein. Wenn man in die Gemeinschaft mit dem Herrn kommt, spürt man seine Reinheit, seine Heiligkeit, und hat man ein Problem, wenn man nicht recht ist mit Gott, hat man keine Lust, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu suchen. Oder man muss seine Sünden bekennen bei ihm. Anders hört man nichts vom Herrn. Sprich der Bibel nicht mehr zu dir, wenn du außen die Gemeinschaft mit dem Herrn bist. Weil er ist rein und kann keine Gemeinschaft haben, wenn dein Leben nicht mit dem Herrn bereinigt ist. In 2. Mose 15, Vers 11 lesen wir, Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Keiner ist Gott gleich. Jehova Gott ist vollkommen apart in seiner Heiligkeit. Er ist schrecklich, löblich und wundertätig. 1. Samuel 2, 2 sagt, es gibt kein Heiliger als den Herrn. Keiner ist da neben dich. Kein Heiliger als Gott. In Jesaja 6, Vers 6, dann hat Jesaja diesen Erscheinung von Gott, und dann sind es diesen Seraphim, die rufen zueinander zu Gott,
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Dreimal. Was ist der? Ist er nicht Liebe, Liebe, Liebe ist der Herr Zebaoth. Es ist heilig, heilig, heilig. Du sagst, das ist nur Alte Testament. Das stimmt. Doch Gott im Neuen Testament ist noch die gleiche Gott, obwohl er sich vielleicht was anderes hat, ist er in Person noch die gleiche. Er sagt in 1. Petrus 1, Vers 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist ein Befehl, das ist nicht ein Bitte. Ihr, und ich spreche jetzt zu Christen, sollt heilig sein in ihr praktischen Benehmen. Sich in deiner Position bist du heilig am Moment, dass du Jesus aufgenommen hast. Aber wenn es kommt zu deiner Praxis, sollst du lernen, heilig zu leben. Wieso? Gott ist heilig. Er wohnt in deinem Körper. Dein Körper soll heilig sein. Das ist, wo Gott nun wohnt, der Tempel des Heiligen Geistes. Die Gemeinde soll heilig sein. Wieso? Gott wohnt dort auch. 1. Timotheus 3, Vers 15 sagt, dass er weiß, wie ihr euch benehmen sollt in dem Haus Gottes, die Gemeinde Gottes. Das ist erstens Heiligkeit, das ist nicht erstens die Liebe, die Heiligkeit. Wenn man sagt, aber ich spüre vielleicht nicht so viel Liebe untereinander und Einheit, weißt du, warum das ist? Das ist ganz einfach. Weil es gibt keine Heiligkeit. Heiligkeit ist schon bei Gott da, die ist schon in den Schrift da. Aber wenn man es nicht anwendet im praktischen Leben und durch Gottes Gnade den Sünde rausholt, gekreuzigt hat, es bekennt und nicht tut, dann kommt die Liebe wie eine. Aber nicht wenn man bewusst oder unbewusst weiter sich versündigt. Dann hat man keine Liebe. Sünder, die ausgebildet sind, glauben, dass sie immer Recht haben. Und was sie tun, wenn man zu einer Uni geht und macht aus, was für einen Kurs man macht, man erwähnt noch regelmäßig die Bibel in Geografie, Biologie, Physik, Chemie. Dann sieht man, dass sie anerkennen, dass die Bibel Recht hat von ungefähr 1. Mose 10 ab. Das ist Geschichte, die sie nachvollziehen können. Es gibt Städte, die sie entdeckt haben, wie Ur, wo Abraham hergekommen ist aus den Chaldeen, Lachish, Akkad. Die babylonische Geschichte, die hier im 1. Mose 10 genannt wird, können Sie nicht verneinen. Ein Riesenflug, die weltweit ist, der Gilgamesch-Epos, anerkennen Sie alle. Aber weißt du, was das Problem ist? Dann kommen Sie zurück zu Kapitel 9, Kapitel 6, Kapitel 5, Kapitel 1, 2 und 3, dass Sie nicht ankommen. Das ist die Mythologie. Warum ist das? Weil dann müssen Sie anerkennen, dass ein Mensch degeneriert ist. Dass darin falsch war, dass ein Mensch nicht evoluiert, er ist degeneriert und seit 600 Jahren ist nur degeneriert nach unten. Und geht zu dem Niveau des Tiers, Vergeneriert, Übermentalität, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist unsere Mentalität, unsere Gesellschaft. Und das ist leider mehr in die Gemeinde eingedrungen, dass wir als Gemeinde einen Einfluss haben nach außen. Heute, und die Evangelischen, man hört es auch von der Welt, die haben ihre moralen Führersposition verloren, die sie die letzten, die 100 Jahre gehabt haben. Die Gesellschaft nimmt die Christen nicht mehr seriös, sie sind wie die Welt. Nun, die Bibel sagt, bezüglich uns, als Menschen, wir waren einmal, bevor unsere Bekehrung, weit, weit weg von Gott. Weil durch unsere Sünde sind wir getrennt worden von einem heiligen und gerechten Gott. Nun aber, die hier in Christus Jesus sind und weilend ferne, weit weg von Gott. Ein Leben ohne Hoffnung, ohne Gott. Und die einzige Möglichkeit nun für einen Sünder, ob er Moslem ist, oder hier ein Buddhist ist, vom Buddhistenkloster, oder ein Katholik ist, oder ein Reformiert ist, er kann nur einem heiligen Gott nachkommen durch vergossene Blut. Weil das in das Blut ist das Leben. Und weil Gott Leben ist, und Gott das Leben an den Menschen gegeben hat, muss irgendwo Gott sein Blut geben,
um Menschen nahe zu bringen zu ihm, weil ein Mensch kann aus der Natur nicht nahe zu Gott kommen, weil ist er Sünde geboren. In die dunklen Orte in Afrika und Asien haben sie keine Ahnung, dass man nur durch Blutvergießen Vergebung bekommen kann. Leider, wenn man heute von Unigen ist, egal, und das übrig weiß man es auch nicht mehr. Sie verstehen nicht, dass der Gott dieser Bibel, nicht die Götze von dieser Welt, nicht Allah, Allah ist überhaupt nicht heilig. Ich sage noch, wenn man in den Himmel kommt, da hat man eine Menge von Huri, 70 Stück, glaube ich, oder 700, weiß ich will, die dich verwöhnen. Gottes Wort sagt, dass Gott heilig ist und er hasst Sünde und soll Sünde strafen. Du kannst nicht wegkommen bei Sünde. Ein guter Vater in seinem Haus straft seine Kinder, wenn sie sündigen. Auch ein Ungläubiger macht das. Und muss die Folge tragen. Das Kind muss die Folge tragen. Oder wenn der Vater das nicht macht, muss er aus der Familie die Folge tragen von Sünde in seinem Haus. Geht auch voran die Gemeinde. Aber in Gottes Gnade lesen wir, was Jesus Christus in seiner Liebe getan hat, um seine Heiligkeit zu äußern, in Jesaja 53, Vers 10. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Vers 5. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist Heiligkeit. Er straft jede Sünde, jede deiner Missetaten, jede deiner heimliche oder öffentliche Sünden ist gestraft worden von Gott. In sich selber. Das ist die Heiligkeit Gottes. Die Liebe toleriert Gott keine Sünde. Er ist heilig. In der Bibel lesen wir nicht, dass Gott Böses, Gutes oder Gutes Böses nennt. Er spricht nicht um die Werte aufzubauen oder dass wir eine relative Situation Ethik haben, um dann versuchen zueinander zu kommen. Die Liebe sagt, du bist ein Sünder und ich habe keine Gemeinschaft mit dir. Und bis du den Sünder in Ordnung machst, habe ich keine Gemeinschaft, Gott kann manche mit dir, hast keine Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das ist, was das Wort sagt. Heute lernen wir, wie man Sünde schön darstellen kann. Ah, das ist nicht so schlimm. Nein, das ist Sünde. Und von Sünde muss man sich einfach bekehren. Wenn man es nicht macht, muss man die Folge tragen. In Ewigkeit für einen Ungläubigen. Die Arbeit von ein Kreis Christus ablehnende, helle, gebundene, gefallene, eine jüdische Natur sucht immer, seine Standarden darzustellen und Gottes Standarden, die heilig und gerecht sind, zu ersetzen mit seinen Standarden. Weil Gottes Standarden sind zu heilig, zu hoch. Gott ist heilig. Dann ist die Frage, wie kann ich dann überhaupt in dieser Welt so heilig werden wie Gott, wenn Gott das von mir fragt und Gott ist gerecht? Sie ist ungerecht. Nein. Es ist nur möglich durch einen sündlosen Retter, die an deine Stelle gestorben ist. Das ist die einzige Möglichkeit. Anders gibt es nicht. Es gibt die Möglichkeit, hier um zum Buddhistenkloster zu gehen und diesen Götzen anzubeten oder zu die katholische Kirche zu gehen und zu Maria zu beten. Du bleibst ein Sünder, du kannst vielleicht äußerlich etwas heilig werden, aber du kannst niemals innerlich ein reines Herz bekommen und ein reines Gewissen bekommen. Das ist eine absolute Unmöglichkeit. Gott ist gerecht und heilig. Zweitens, er ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Die Liebe Gottes. Wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Das ist nicht ein Nomen. Er ist die Liebe. Er liebt nur nicht. Er ist die Liebe. Gott lebt in deinem Herzen nach deiner Bekehrung. Du sagst, ich brauche Liebe. Der einzige Person, der Liebe ist, wohnt in deinem Herzen, seit du dich bekehrt hast. Vers 7.
Ihr Lieben, lasst uns untereinander sehr lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Das ist das Berg. Du kannst lieben. Das heißt, keiner hat mir überhaupt geliebt. Mein Vater nicht, meine Mutter nicht, oder beide nicht. Aber Gott schon. Gott ist lieb. Darum kannst du auch lieben. Was ist Liebe, sagst du mir? In unserer Gesellschaft, das Wort Liebe ist so viel genannt. Das ist, Liebe bedeckt hier unsere Gesellschaft, Hurerei, voreheliche Sex, Perversion, Bestialität, Ehebruch. Das ist die Liebe in unserer Gesellschaft. Eine besondere Affäre mit jemandem haben, eine Romance haben mit jemandem, weißt du? Was das unsere Gesellschaft ist, eine meist verführerische, heuchlerische Gesellschaft, die es überhaupt gegeben hat. Weil alles wird unter neuen Namen schön dargestellt. Und wenn man jemandem das hier sagt, das ist eine Sünde, Bruder und Schwester, oder du Ungläubige, das ist Sünde und Gott soll dich auch bestrafen, man sagt sich, oh, ich bin verletzt. Nein, Sünde ist eine Sünde. Und Gott sieht das schon an. Und unsere Gesellschaft versucht, schön einzupacken in ein schönes Paketchen, muss vor allem ein Prediger lernen zu sagen, Sünde ist eine Sünde vor Gott und er muss die Folgen tragen. Was ist ein wahrer Liebe? Liebe ist ein Sehnen, ein Verlangen nach oder an sich freuen in die Wohlstand oder die Wohlstand oder die Wohlfahrt eines anderen, die man die Liebe schenken will. Liebe gibt gerne. Wahre Liebe ist auch Liebe für deine Feinde. Wir sitzen da schön in Jesus Christus und ich nehme das als Beispiel im Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 46. Da lesen wir, denn so ihr liebt, die auch die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner. Ein Typ, der lippig ist zum Beispiel und nun seine eigene Gemeinschaft liebt und Kommunisten liebt und die Establishment, die Struktur hasst, die den Führer hat in diesem Leben, ist überhaupt kein Liebe. Das ist nur ein Selbstliebe. Jesus sagt in Römer 11, 12, Vers 14, segne und fluche nicht. Liebe deine Feinde. Matthäus 5, Vers 44. Segne, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für diese euch beleidigen und verfolgen. Das ist, was Jesus vorgelebt hat und vor allem sie wird im Kreuz im Wunderbarsten dargestellt. Liebe ist diesem Verlangen nach und sich vor ihm dass die Wohlfahrt und der Wohlstand eines anderen am Ende deines Lebens geben willst. Liebst du Gott? Wenn du Gott liebst, musst du keine Zeit mit ihm verbringen. Richtig? Du liebst jemanden? Du freust dich, wenn diese Person kommt oder gehst du diese Person rein und verbringst gerne 1-2 Stunden mit dieser Person. Liebst du Gott? Hast du gerne Zeit mit ihm im Gebet? Willst du gerne das Wort Gottes, und ist es hier eine Art von Müssen? Wenn das spürt, dann weißt du, Herr, hilf mein Herr, mit dir reinzumachen, recht zu machen. Wenn du jemanden liebst, sprichst du gerne mit ihm. Wenn du jemanden liebst, nimmst du gerne seine Seite gegen seine Feinde. Liebst du Gott? Liebst du Gott mehr als alles andere? Wenn du Sünde siehst, nimmst du die Seite Gottes. Wenn du jemanden liebst, hast du Zweifel, etwas Übles von ihm zu denken. Und versuch immer das Beste von diesem Menschen zu denken. Liebst du Gott? Denkst du böse von Gott? Bist du zornig auf Gott? Dann denkst du im Prinzip übel von ihm. Dann liebst du nicht. Dann denkst du, er hat es falsch gemacht. Oder er ist falsch vielleicht. Liebst du Gott? Die Liebe Gottes offenbart sich zu seinem Sohn, der Herr Jesus Christus, und speziell Gläubigen.
Ein Ungläubiger ist was anderes. Er sagt in Johannes 3, Vers 36 über einen Ungläubigen, er, der glaubt, nicht an den Sohn glaubt, soll das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist Gott über einen Ungläubigen gesagt. Ein religiöser Mensch, der seine Religion vertraut, seine Sakramenten vertraut, um sich von seiner Sünde zu retten, ist allein in dieser Welt, tot in Übertretungen und Sünde, ohne Hoffnung, ohne Gott und ist von Natur ein Kind des Zornes, Epheser 2. Das ist ein ziemlich negatives Bild, das Gott an Menschen gibt. Nun verstehst du auch, warum Bibelgläubige nicht so schnell wachsen, aber Buddhismus, Islam, wachsen am schnellsten, glaube ich, hier im Westen. Die katholische Kirche, Protestantismus, Judaismus, Ramakrishna und alles andere, die haben Kerne, die kommen gerne nach ihnen. Ja, natürlich kommen sie gerne nach ihnen. Wieso? Weil die sagen alle im Prinzip, du bist gut. Du musst nur einige gute Sachen tun und dann schaffst du es vielleicht. Und Gott sagt, du bist nicht gut, du brauchst nicht gut. Du brauchst nur eine Sache. Zu glauben, ein Mensch, der alles für dich getan hat. Das wird ein Mensch nicht gern. Darum sagt ich, in jede große Uni, wo Theologie einige Jahre unterrichtet ist, sind sie einmal alle, haben sie eine Sache in meinem gegen dieses Buch. Wieso? Weil dieses Buch ist gegen ihn. Für ein negatives Bild, von wem sie wirklich sind. Tod und Sünde nur Betretungen. Die Menschen gehen in die Hölle. Die meisten in dieser Gesellschaft. Du sagst, ich habe das nicht gern. Sind nicht böse auf mich, wenn ich böse auf Gott. Rufe Gott und telefoniere mit Gott und sage, Gott, ich habe das nicht gern. Ich habe nicht gern, was du geschrieben hast. Und kennst du mir Gott aus? Ich habe das Buch nicht geschrieben. Oh, sagen einige Leute, aber ich bin nicht verschrieben. Schau mal, wie ich bin. Ja, schaue ich an dich an. Schau. Oder nach 30, 40 Jahren, aber wo bist du dann? Da bist du ins Grab oder zu Bett gebracht mit einem Schaufel. Und dort bleibst du. Jawohl. So gut bist du. Das Lohn der Sünde ist der Tod. Nun, Johannes 16, Vers 27 sagt, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Darum, dass ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Gottes Vater hat euch lieb. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat. Warum? Um Gottes Zorn, das heilige Urteil zu entfliehen. Nun, sagt ihr vielleicht, ja, ich bin doch Christen, ja stimmt. Nun hast du einen liebenden Vater, ein Abba, der liebt dich. Du hast noch niemals einen Vater gehabt, der dich so liebt, wie Gott deinen persönlichen Vater. Aber seine Liebe führt auch manchmal zu einem Züchtigen. Auch das hört bei wahrer Liebe. Ein Vater ist ein Sohn niemals züchtigt, liebt seinen Sohn nicht, oder der ist, die Sohn ist selber ein Heiliger schon, aber ich habe noch niemals einen Sohn gehabt, der niemals eine Züchtigung, oder einen Sohn, der niemals eine Züchtigung braucht. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Er stäubt aber einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Liebe und Züchtigung geht immer zusammen. Züchtigung ist deine Hilfe, dass du lernst, heilig zu leben, mit dem Herrn zu gehen, in der Abhängigkeit von ihm zu gehen. Das ist das Ziel von Züchtigung. Also Gott die Welt geliebt, dass er was gab, sein Sohn. Liebe gibt immer. Es ist unmöglich, oder es ist vielleicht möglich, dass du gibst, ohne zu lieben. Aber du kannst nicht leben, ohne zu geben. So möglich. In jeder Liebesbeziehung auf dieser Erde ist immer ein Element von Egoismus. Von einer oder beiden Parteien. Immer. Weil in jeder Beziehung versucht eine Partei etwas zu bekommen, was sie braucht. Das ist normal. Aber wenn du die Liebe von Jesus Christus auf eine persönliche Retter und Erlöser vermisst hast, hast du die größte Liebe auf dieser Erde vermisst. Jesus hat dich geliebt, genug geliebt, um deine Sünden zu sterben. Und nun kannst du sagen,
Du hast kein größerer Freund als Jesus Christus, der dich vollkommen für dich gegeben hat, wenn du ein Sünder warst. Und ich glaube, das Schwerste, aber das Wichtigste in diesem Leben ist diese Beziehung mit Jesus Christus versuchen, jeden Tag zu pflegen. Das ist das Allerschwerste. Das heißt, immer den Augen auf Jesus haben. Und wenn das du für was für einen Grund auf den Augen auf einen Bruder oder Schwester oder auf einen anderen Mensch hat, und nicht erstens auf Jesus Christus, dann kommst du. Zwei Sachen. Du bist enttäuscht. Du bist vielmals zornig oder bitter oder böse oder was auch. Und bevor du es weißt, wenn du nicht aufpasst, hast du den Blick auf Jesus vollkommen verloren. Und das ist, was ich dann spüre, wenn ich mal mit solchen Leuten spreche, ich spreche hier über Christen, die reden immer über, aber so und so und so, aber so und so und so, aber Bruder oder Schwester oder das, aber weißt du, sie sprechen niemals über Jesus Christus. Weißt du, wieso nicht? Weil ihr Herz hat den Blick auf Jesus verloren. Und das ist das Allerschwerste. Wir werden immer provoziert, und dass wir es vielleicht selber wissen, und verführt, um unsere Augen wegzuhalten von Jesus Christus. Er macht aus, wem dazwischen ist. Ob es ein Bruder oder Schwester ist, oder ein Familienmitglied ist, macht überhaupt nicht aus. Solange etwas dazwischen ist, hat der Feind die Chance, um irgendwo in ein Herz zu kommen und ein Herz wegzuführen von der Liebe Gottes durch den Herrn Jesus Christus. Das ist das Schwerste, was wir auf Frauen zu finden sollen. Okay, lassen wir hier eine Pause nehmen von 15 Minuten. Deine Handschuhe. Handschuhe hat von unten her kommt da recht kräftig. Ja. Das spüre ich, weil ich habe nur diesen Schürfall und Strumpfhosen. Du kannst sonst keine nichts, weil normal so habe ich unten nochmal eine ja, ja. An, weißt du? Ja. Habe ich halt gespürt, wie die Kälte von unten hochkommt. Du kannst deine Schuhe Ich ziehe meine Handschuhe an, wenigstens ein bisschen am Boden. Ein Schlenkel ja. Ja, Du hast im Januar hast du 3000 Franken theoretisch bekommen, oder Lohn? Theoretisch mal. Und vom Februar weg hast du dann nur noch 2000. Das ist schon mach Beschluss damit, geht dir was an. Oder weißt du, ich muss ihm einen Zettel schicken, oder? Und da muss ich Ihnen schreiben, starke Lohnveränderung, oder? Weil es geht dann um HVIV und all diese Steuern, die wir bezahlen müssen, oder? Und dann müssen wir nicht für 3000 Franken Steuern, also nicht Steuern, es sind nicht Steuern, es sind einfach Pensionskasse und Invalidenkasse, diese müssen wir einfach dann nur für 2000 bezahlen, oder für den Betrag, den du verdienst im Jahr. Also darum frage ich. Ich denke, es wird am besten sein, dass wir das nächste Sonntag nochmal besprechen. Ja. Weil dann machen wir die Mitgliederversammlung weiter. Ich will es nochmal heute nennen und dann werden wir es mal aufklären und definitiv, wie wir das am besten tun können. Das mit dem Schaukasten, den soll ich. Das soll man definitiv machen am nächsten Sonntag. Das kommt deine Mama. Definitiv zu. Haben wir schon besprochen, im Prinzip scheinen wir rübergenommen.
Aber es war eigentlich nicht, wir haben nicht alles fertig gemacht, was auf die Malerwasser in der Besammlung fertig gemacht werden muss. Und das wäre das Beste, wenn wir das erst fertig machen und dann die Entscheidung dann in Praxis auch aus. So, ja. Wir sind safe.